Willkommen zurück zu Borderlands 2. Ja, hier haben wir es letztes Mal aufgehört. Wir müssen jetzt Shorty befreien. Und ich glaube. Ne, Moment. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ah, wir müssen doch da wieder rein und der ist da ganz hinten. Oh je. Das kann ja lustig werden. Aber na gut, nützt ja nichts. Da nicht teilweise durchrennen kann. Ob das nicht ginge, dass man da durchrennen kann. Können wir ja gleich mal probieren, aber könnte schwer werden, glaube ich. Und da kommen ja noch so viele immer. Und ich muss diesmal ja, besser wäre, wenn ich hier rechts da durchgehe. Ich warte mal, ob mein Geschütz da ist. Dann könnte ich mein Geschütz da in der Mitte irgendwo hinschmeißen. So, wir versuchen es. Ich will mich jetzt nicht groß aufhalten hier. Weil die hatten wir ja alle auch schon mal getötet. So, und hier schmeißen wir mein Geschütz hin. Aber diese Viecher. Oh ja. Ist auch noch ein Badass. Du Sau. Zu weit zurückgehen. Geh mal hier auf den Sack hier. Alter, der macht mich platt. Gewusst. Ach, Glück gehabt. Wo ist der Kleine da? Die Viecher sind echt barbarisch. Uiuiui, war eng. Aber da sind noch mehr von denen. Ich hab keinen Bock. Lass mich in Ruhe.
So. Nein! Nein, ich will nicht! Nein, geht weg! Und die großen, ja. Moment mal, Moment mal. Ah, ich hätte hier hin müssen. Ich bin hier, glaube ich, falsch. Ja, ich bin hier falsch. Oh, ja, ja. Hier komme ich gar nicht rein. Hier. Also muss ich jetzt... Oh je. Da komme ich auch nicht rein. Schnell die Kiste öffnen. So, jetzt muss ich mal auf die Karte gucken. Boah, ich bin da unten. Die Wege sind gesperrt. Ich hätte da nie runterspringen sollen. Jetzt muss ich wieder hier links. Hinter mir. Nee. Moment mal. Ich bin ja in dem Bereich. Nee, ich muss wieder hoch und durch diesen Eingang da rein. Alles klar, ich muss also... Ach ja. Ich muss hier hoch und wieder da vorne durch den Eingang. In einer Reihe hier vor aufstehen. So. Weiter so geschützt. Immerhin noch Granaten. So, ich muss hier wieder durch den Tunnel. Und jetzt muss ich mich hier halten. Na Mensch, jetzt bleibt doch da nicht hängen. Lass mich, komm, lass mich. Am besten mal springen. Bin's irritiert. Oh, Hilfe. Das kann böse ausgehen. Die muss ich alle erledigen. Ah, es ging nur um den einen. Wenn du mich nicht entschädigt hättest für das Catch-a-Ride, das du geheimt hast, in ihre Rede des Schicksals, falls es das ist, das ich meine. Ich gar nicht mitgekriegt, welcher das jetzt war. Deine Nerven aber auch ganz schön. Warte mal, ich glaube, ich brauche da was anderes.
Raketenwerfer, der ist ja mal, den vergesse ich immer. Warum nehme ich nicht den? Weil die Waffe von Dings, die ist langsam. Die ist langsam zu. So. Oder die hier. Ist genauso gut. Sammeln wir hier mal alles ein. Hier hinten lag noch was. Jetzt muss ich wieder, ja, wieder zurück. Was ist denn, wenn ich da lang gehe? Ah, da mache ich einen zu großen Bogen. Aber ich glaube, ich kam da gar nicht mehr hoch, ne? Also ist es egal, wo ich lang gehe. Natürlich auch noch wieder Haufen Mist, Mann. Aber da ist nämlich noch eine Kiste. Okay. Rocket Launcher. Oh, was Blaues. Okay, so. Hier sind wieder die. Ich muss darüber. Okay, okay, okay. Bleibt mir nichts anderes übrig. Will die aber nicht bekämpfen. Nein, ich will dich nicht bekämpfen. Schon gut, schon gut, schon gut. Ich will dich nicht bekämpfen. Ja. Hier werden wir mal alle anlocken und dann kriegen die wieder das Geschütz. Schütz in Stellung gebracht. So. Das kann noch mal einmal alle abballern und mich in Ruhe lassen. Ja. Tür zu. Hui. Dann hätten wir das auch geschafft. So, das muss ich natürlich zur Stadt abgeben. Auf geht's. Ja, man muss ja nicht immer wieder von Neuem alle weg töten da. Ne? Nur da, wo es eben nicht geht. In dem Gebiet, wo man eben was erledigen muss. War das jetzt immer noch die Aufgabe von aber hier die Dinger hier, das ist ja immer wieder dasselbe, danke. Oder? Mal gucken. Und nun zur neuesten Ausgabe von Achtung Eilmeldung mit Hunter Hellquist.
So. Hier spricht Hunter Hellquist von Hyperion Truth Broadcasting. Das Banditenpack von Pandora kassierte heute eine bittere Niederlage, als Sanctuary, die Stadt des Abschaums, beinahe zerstört wurde. Unserem großen Helden, Handsome Jack, gelang es, einen besonders debilen Banditen dazu zu bringen, die eigene Stadtverteidigung lahmzulegen. Ohne Handsome Jacks grenzenlose Gnade wäre Sanctuary nun Geschichte. Doch als der große Held, der er eben ist, gab Jack der Stadt und ihren Bewohnern noch eine letzte Chance, Buße zu tun und sich der Hyperion-Familie anzuschließen. Sie hörten Hunter Hellquist. Naja, nee, das war jetzt, glaube ich, was anderes. Aber ich weiß es nicht mehr, weil ich hatte ja auch eine Pause gemacht, wie gesagt. So, ja. Danke nochmal, Mann! Schwamm drüber, dass du das Catch-A-Ride gehackt hast. Ich werde dich garantiert nicht umlegen. Wahrscheinlich. Naja, sehr nett von dir. Und ich habe ein Level-Up. Das heißt... Endlich zahlt sich mein Training aus. Na, ich setze mal doch noch hier. Genau. Weil auf Feinde schießt man ja immer, ne? Und töten tut man ja auch mal laufen welche. So, dann können wir jetzt... Ja, gleich die nächste in Angriff nehmen. Hey Mann, Roland möchte wohl, dass du in Overlook nach dem Rechten siehst. Vielleicht kannst du den Leuten dort helfen oder so. Die Bewohner wurden nach dem Ausbruch des Schädelfrosts in ihre Häuser gesperrt. Jede Wette, dass sie deine Hilfe brauchen. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Jede Wette. Ich müsste aber noch mal einen Automaten aufsuchen. Und hier mal gucken, ob Zeug zum Aktivieren noch drin war. Hier war nämlich noch eins. Oh, das hat eine ziemlich hohe Kapazität, aber da geht von meiner Gesundheit schon wieder 500 weg. Nee, das möchte ich ja nicht. Ich weiß gar nicht, ob der Raketenwerfer jetzt... Nee, meiner macht mehr Schaden, hat eine bessere Präzision, hat mehr Munition. Ne, da ist, obwohl Feuer auch sehr gut ist. Ja, ich weiß nicht, die Waffen hier mit diesem Slack, wo man ja sagt, man soll erst Slack und dann mit einer anderen Waffe raufschießen, da macht man mehr Schaden. Aber das sich daran zu gewöhnen, das ist erstmal... Ja, Sniper habe ich immer noch. Ah, die wollte ich ja aufheben, stimmt. Ja, den Rest, den verkaufe ich dann. Da ist doch schon ein Automat. Also, damit das klar ist. Ja, wir auch die gleich meisten mal. Meiner Waren wurden toten Abenteurern aus den Händen gerissen. So, der hat natürlich hier... Nee. So, die behalten wir, wie gesagt. Die weg, den weg, die weg. Ja, und die ist ja in allen schlechter. So, das weg. Das weg. Okay. Wenn du woanders einkaufst, lass dich nicht töten. Tja, ja, wenn ich woanders einkaufe. Bis jetzt habe ich eigentlich noch keinen gefunden, wo ich woanders. Wir können ja mal hier zu dem Dings gehen, ob wir schon genug von dem Zeug haben. Das wieder schon reicht für eine. Wer hat dir meine Adresse gegeben? Den bringe ich um. 7 habe ich. Ich brauche aber 20. Hier brauche ich 12. Granaten brauche ich auch 12. Pistole könnte ich holen, ja. Oder Raketen. SMG war auch 20, ne? Ja. Scharfschützengewehr machen wir. Ja, dann mache ich hier Raketen. Umtausch! Kannst du übrigens vergessen! Und komm nie wieder! Haben wir ein paar Raketen mehr. So, jetzt aber verreisen. Oder ne, erstmal ein Schnitt. Okay, warte mal.
eine Minute haben wir ja noch. Dann können wir ja mal hier reingucken. Was haben wir denn jetzt hier? Neue Köpfe. Aha. Naja, der eher nicht so. Aber der geht eigentlich. Was hatte ich bis jetzt? Ja, der sieht aber auch ganz gut aus. Noch was Neues dazugekommen? Nee. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob wir dann mehr Schutz haben, wenn wir jetzt hier so einen Kopf nehmen, wo ein Helm drauf ist. Ich nehme den mal. Ich meine, ich sehe mich ja selber sowieso nicht. So, oh, hier ist eine Menge Neues dazugekommen. So, fangen wir mal hier an. Oh, komplett in Schwarz. Ja. Ah, sehr große Unterschiede gibt es da eigentlich auch nicht, finde ich. Ah, hier schon. Sehr auffällig. Mhm, auch auffällig. Okay. Roter Herumtreiber. Oh, jetzt muss ich mal gucken, wie unser aktuelles aussieht. Blau. Nee, gelb muss nicht sein. Ich nehme mal den. So, dann kam ja nur Name und... Ach, hier kann man die Skillpunkte neu verteilen. Das müssen wir ja nicht. Okay. Dann war's das für diesen Part. Dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Borderlands 2. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn euch der Part gefallen hat, hinterlasst mir doch bitte Kommentare und Likes. Ich würde mich sehr freuen darüber. Und sage tschüss.